Ja, hallihallo. Heute gucken wir uns The Last of Us Part 1 mit der RTX 3070 Founders Edition an. Dazu habe ich das kleine Setup vorbereitet, welches aus einem AMD Ryzen 5 5600X besteht, welcher auf einem Gigabyte Aorus Master X570 Board steckt, welches mit 16 GB 3600er CL16 DDR4 RAM bestückt ist. Und das Spiel läuft auf einer SATA SSD der Samsung 860 Evo. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass ich die Lüfterkurve hier angepasst habe von der GPU, da die Founders Edition doch immer recht warm ist. Und als Treiber haben wir den Nvidia 531.58 Game Ready Treiber. Und ja, genau, Resizable Bar ist aktiv. Ja, ansonsten ist nichts übertaktet, alles läuft stock. Dann würde ich sagen, gucken wir mal ins Spiel. So, damit sind wir im Spiel. Wir gucken, dass wir hier mit 1080p starten und das Ganze erstmal ohne DLSS. Von den Einstellungen her beginnen wir erstmal mit niedrig. Das wird nicht gut aussehen und ich denke, da gucken wir auch Haben Sie nur Fragen, einfach Herr? mal kurz Okay. rein. Kann ich Ich machen. hole mal das Overlay mit Warum bin ich gleich rein. so rumgeschrieben? Ja, also wie wir sehen, das sind wirklich mächtig verwaschene Texturen. Das ist etwas, tja, das braucht kein Mensch. Wir haben zwar einigermaßen Zahlen, aber wir sehen halt auch, die GPU ist nicht ansatzweise ausgelastet. Also mit einer 3070 brauchen wir da eigentlich gar nicht großartig über diese Einstellung nachdenken. Da können wir direkt ein bisschen hochgehen. Das machen wir auch. Da gehen wir direkt wieder in die Optionen und gehen unter Grafik mal auf die mittleren Einstellungen. Auch da gucken wir jetzt einfach mal kurz rein, denn auch da macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, damit zu arbeiten. Die GPU ist immer noch nicht Tut mir leid, 100% ich bin. ausgelastet und ja, die Texturen sind ja da immer noch schlecht, ne? Die sind immer noch sehr schlecht. Ja, und dadurch, dass wir halt hier auch noch nicht ansatzweise an der Leistungsgrenze unserer 3070 rangekommen sind, ja, warum sollen wir uns das Anfassen antun, heißt ne? kaufen. Das ist Ähm, lange her. Kommst du ja, gar nicht gehen wir mehr ran. direkt nochmal in die Optionen rein und gucken mal, wenn wir jetzt hier auf Hoch gehen. Ja, dann haben wir das Problem, dass die VRAM-Nutzung schon, relativ hoch ist. Sagen wir mal, sie ist auf 100%. Das kann zu Stotterern führen und auch zu Abstürzen führen. Wobei seit dem Patch 1.02 ist das Problem eigentlich nicht mehr so groß, dass wir da direkt Abstürze mit verursachen. Deswegen, wir gehen mal mit den hohen Einstellungen rein und holen uns mal das Overlay dazu. Ja, und wir sehen, jetzt haben wir auf jeden Fall eine richtige Auslastung, kommen aber auch schon in den 60-70er Bereich. Aber ja, jetzt haben wir Texturen, ne? Jetzt können wir was erkennen. Ich denke auch, dass das eigentlich die einzigst sinnige Einstellung ist in diesem Spiel. Alles darunter sieht wirklich übel aus. Und wie wir hier sehen, die 1% Low, die wir hier haben, muss man natürlich dazu sagen, die sind der CPU geschuldet. Da werden wir also nicht wirklich rauskommen. Wobei, wenn wir jetzt hier so in den 40er Bereich reinkommen, dann liegt das unter Umständen auch schon an der Kombi. Die CPU kommt nicht ganz hinterher und auch die Ich kann tun, VRAM-Auslastung Robert wird nicht ist ewig auf mich eigentlich ein warten. bisschen hoch. Bedeutet, wir sollten nochmal in die Option gehen und
Ja, wir gehen jetzt direkt mal in Anzeige rein und holen uns mal DLSS dazu. DLSS würde ich jetzt hier in 1080p auf Qualität gehen. Nvidia empfiehlt für die 30er GPU-Reihe für 1080p Qualität, für 1440p balanced oder ausgeglichen und für 4K Leistung oder Performance Mode. Hier in dem Spiel kommen wir sowieso da nicht drüber. Ja, das ist maximal bis Leistung. Der Ultra Performance Mode, der für 8K geeignet ist, der wird hier gar nicht angeboten. So, okay, wir gehen auf Qualität. Jawohl, wir wollen das anwenden. Gehen nochmal in die Grafik-Settings rein und sehen, jawohl, die VRAM-Nutzung, die ist jetzt schon ein bisschen kleiner. Können wir es wagen? Nein, wir können nicht auf Ultra gehen. Auf Ultra, da fliegt uns das gleich um die Ohren. Aber wir können erstmal reingucken, ob wir da jetzt ein bisschen bessere Low FPS haben. Jawohl, wir holen uns das Overlay dazu und sehen, die Low FPS, die sind direkt wieder so ein Tucken besser und das merkt man auch schon. Es wird wieder etwas geschmeidiger das Ganze. Es ist nicht viel, aber da hilft uns das DLSS schon so ein bisschen raus. Und wir sehen ja auch die GPU-Auslastung, die ist jetzt eigentlich schon wieder, ja, die ist schon wieder recht niedrig. Das heißt, wir könnten hier noch einen drauf tun. Machen wir auch. Wir gehen nochmal in die Optionen rein und gucken mal, dass wir die Sachen, die uns jetzt nicht auf den VRAM aufgeschlagen werden, sozusagen, dass wir die mal auf Ultra setzen. Und da machen wir mal alles, was uns hier entgegenkommt, bis auf die Texturen. Machen wir mal hoch. So, Texturenfilter können wir nochmal hoch machen. Sampling können wir hoch machen. Die Umgebungsschatten machen wir ein bisschen besser. Screenspace Schattenqualität setzen wir auf Ultra. Dynamische Schatten machen wir ein. Das setzen wir auch auf Ultra. Da gehen wir mal auf hoch. Und bei den SSR, da gehen wir mal auf die volle Höhe. Jawohl, gehen auch auf Ultra. Volle Auflösung haben wir hier. Das haben wir auch schon oben. Da gehen wir noch auf Ultra. Ja, das lassen wir auf volle Auflösung. Blumen machen wir auch auf volle Auflösung. Da gehen wir auch noch auf Ultra und da auch noch auf volle Auflösung. So, damit haben wir fast Ultra-Einstellungen. Jawohl, wir möchten das übernehmen und gucken nochmal zurück ins Spiel. So, Overlay dazu und wir sehen eine schöne Auslastung und ja, wir sehen spielbare FPS. Ja, und jetzt sieht das Ganze ordentlich aus. Ich hatte das die Tage schon mit der 3060 Ti hier durchgespielt und natürlich, die Unterschiede sind jetzt nicht so riesengroß zwischen den beiden GPUs, aber vom Gefühl her läuft die 3070 schon einen Hauch geschmeidiger. Wobei natürlich hier bei diesem Setup tatsächlich unsere CPU uns noch so ein bisschen einen Streich spielt, ne? Die VRAM, RAM-Ausnutzung finde ich jetzt hier eigentlich noch ganz in Ordnung. Wobei, wenn man dem Spiel die Möglichkeit gibt, viel RAM zu nehmen, dann nimmt es sich das auch, ja. Aber insgesamt ist das hier noch so einigermaßen im grünen Bereich. Allerdings werde ich die Tage auch nochmal das alles mit 32 GB RAM durchtesten. Jawohl, ich denke, damit sind wir für 1080p erstmal fertig und setzen die Auflösung mal einen Tacken rauf. So, also, wir gehen in die Optionen, gehen in die Anzeige und machen mal die DLSS-Option erstmal aus und gehen auf 1440p. Jawohl, wir wollen das anwenden. Wenn wir jetzt auf Grafik gehen, sehen wir schon, wir sind weit im roten Bereich. Da brauchen wir nicht mit loslegen. Und wir
gehen mal auf die. Ja, wir gehen einmal kurz in die niedrigen Settings rein. Es ist allerdings wirklich keine Augenweide. Das ist wirklich etwas, das, ja, das braucht kein Mensch. Aber wir gucken trotzdem einmal rein. Wir holen uns das Overlay dazu. Und ja, na, die Minimum FPS, die sind schon, ja, obwohl, die sind eigentlich genauso wie vorher auch. Hat sich nicht viel getan. Insgesamt hätten wir natürlich so ein spielbares Ergebnis. Wobei die Stotterer jetzt hier irgendwie schon mehr auffallen. Ja, dann haben wir hier so zwei, drei Spikes schon drin gehabt in den Frame Times. Ja, also 1440p, da sollten wir von vornherein DLSS mit dazu tun. Allerdings, 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 also auf niedrigen Settings sieht es wirklich furchtbar aus. Okay, so wollen wir es nicht behalten. Wir gehen mal in die Optionen rein und packen uns unter Anzeige da direkt mal DLSS mit dazu. Wie gesagt, in 1440p können wir da ruhig auf ausgeglichen gehen. Das ist auf jeden Fall, jetzt habe ich es nicht übernommen. So, Skalierung, DLSS, ausgeglichen. Jawohl, übernehmen. Und in die Grafik nochmal rein. Jawohl, wir sind hier niedrig. Wir gucken trotzdem nochmal, ob wir jetzt hier das Ganze schon etwas smoother haben. Ja, also es fühlt sich auf jeden Fall schon smoother an. Das sind jetzt nicht so eine üblen Spikes da drin gewesen. Die Frame Times sind etwas sauberer. Aber ja, wie gesagt, das will ja keiner, das will ja keiner sich so angucken. Also ich würde es so nicht spielen wollen, ja. Und wir sehen ja auch die GPU-Auslastung, die ist jetzt schon wirklich, die ist jetzt schon ziemlich weit runter. Okay. Wir brauchen einen Tacken drauf. Wir gehen in die Grafikeinstellungen rein und gehen mal auf Mittel. Jetzt gucken wir mal hoch. Haha, das wird auch hier nichts werden. Da werden wir nicht hinkommen. Wobei, wir könnten noch mal. Naja, wir gehen erstmal in die mittleren Settings rein. Jawohl, wir wollen das anwenden. Zurück, zurück, zurück. Overlay mit dazu. Ja. Kann man schon mal als Plus verzeichnen. Es sieht schon etwas besser aus, aber gut aussehen tut es immer noch nicht. Und von den FPS-Zahlen hat sich eigentlich nichts verändert, weil. Ja, die GPU ist immer noch nicht besser aus, ist besser ausgelastet, aber immer noch nicht voll ausgelastet. Wir haben weiterhin unsere Drops in den 1% Low runter bis auf 48. Da ist alles beim Alten geblieben. Also versuchen wir mal noch einen Tacken draufzulegen. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht gehen wir doch noch mal mit den DLSS-Einstellungen eine Spur hoch. Wenn wir es dadurch schaffen würden, gucken wir mal, wenn wir jetzt hier tatsächlich auf Leistung gehen würden, dann wollen wir mal gucken, ob wir dann. Ah nein, 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 kommen wir nicht. Okay, dann können wir das schon wieder, dann können wir das schon wieder sein lassen. Ausgeglichen ist dann die bessere Wahl. So, jetzt gucken wir mal, wir können die Animationsqualität können wir hochsetzen. Die Renderdistanz, die können wir mal hochsetzen. Wir können leider die Texturen nicht hochsetzen. Gerade die Umgebungstexturen, das wäre natürlich das, was uns hier nach vorne bringen würde. Den Texturenfilter, ja, das können wir nochmal hochsetzen. Umgebungsschatten setzen wir einen drauf. Jawohl, das setzen wir auch noch rauf. Ja, die machen wir mal mit an und setzen sie auch noch einen rauf. Die Schatten, ja, die setzen wir auch mit rein. Etwas nach oben.
Jawohl, das machen wir jetzt auch noch mal mit an. Die Reflections machen wir an, setzen die aber auf 50% oder was auch immer das für eine Angabe sein soll. Na, da es bis 100 geht, gehe ich mal von Prozent aus. So, die setzen wir auch einen rauf. Wolkenschatten, naja, das brauchen wir nicht. Das fällt wirklich nicht besonders auf. Frisst aber, naja, jetzt auch nicht so viel Leistung, aber ja, die packen wir mit rein. Und das wollen wir natürlich auch im Gameplay haben. Da gehen wir auch mal hoch. Die lassen wir mal, wie sie sind. Die machen wir auch hoch. Und lassen den Rest so. Okay. Jawohl, wir wollen das übernehmen. Zurück. Und gehen noch mal oder holen uns noch mal das Overlay dazu. Jawohl. Wir sind jetzt immer noch im grünen Bereich. Und dadurch, dass wir es nicht übertrieben haben, na, wohl, wir sehen schon die 1% Low, die gehen schon empfindlich wieder so 3, 4 FPS weiter runter. Und das merkt man schon. Aber man muss tatsächlich sagen, ach, es ist nicht schön. Ich weiß nicht, warum die DNV-RAM hier so. Ich meine, das ist ja nun keine schöne Textur, ne? Dass das jetzt hier schon so vollgeknallt ist. Tja. Tja, ja, das ist halt so eine Sache, ne? Ja. Ich meine, so ist es spielbar, ist keine Frage. Schön ist das nicht. Also mit einer 3070 das nicht in einigermaßen Einstellungen in 1440p zocken zu können, das ist eigentlich schon schade. Wir könnten noch mal eins probieren. Wir gehen noch mal in die Optionen, in die Grafik und machen es trotzdem mal. Wir gehen mal bei den Umgebungstexturen eine Einstellung hoch. Jawohl. So. Ja, jetzt sieht das Ganze natürlich schon wesentlich besser aus. Aber ja, mal sehen, inwieweit wir jetzt hier am Stottern sind. Naja, was heißt Stottern, ne? Das hat schon nichts mehr mit Stottern zu tun. Das reißt jetzt schon ganz schön was raus. Ne? Da sehen wir schon, das ist das, was ich meine. Wenn wir die V-Raumauslastung übertreiben, es stürzt zwar nicht mehr ab, aber das ist jetzt kein Vergnügen hier. Ne? Das stottert jetzt schon richtig vor sich hin. Das zuckelt und ruckelt. Ja, das ist nicht mehr schön. Also da würde ich tatsächlich eher die Auflösung runterstellen. Das heißt, wir können noch eine Sache mal austesten. Ja, wir gehen noch mal in die Anzeigeneinstellungen und gehen doch mal auf Leistung. So, mal gucken, ob uns das jetzt hier so ein bisschen Performance noch bringt. Weil auch wenn das natürlich hier, ja, aber wir sehen ja, ne, das ist einfach der V-RAM ist einfach zu voll, ne, der ist einfach überlaufen. So, und damit kommen wir hier nicht mehr in einen grünen Bereich rein. Und das ist hier mit 33 FPS in den 1% Low, das sinkt dann an anderen Bereichen auch gerne mal auf 15 ab. Oder wir denken mal, wenn wir jetzt hier zwei, dreimal hin und her gelaufen sind, dann werden wir da auch mal rote Zahlen sehen. Dann geht das ganz schnell auch in den 20er-Bereich rein. Ne? Ja, wobei jetzt hält es sich tatsächlich hier. Aber naja, das ist. Nein, das fühlt sich nicht gut an. Die Frame-Times, die machen hier jetzt keinen Spaß. Okay, ich denke, damit haben wir 1440p auch so einigermaßen erschlagen. Dann würde ich direkt mal zu 4K rübergehen und mal gucken, ob wir da auch so einigermaßen was beschicken können. Wir gehen mal in die Option, in die Anzeige und ja, bei 4K, da können wir es gleich auf Leistung stehen lassen. Ich denke, alles andere wäre da vermessen. Ja, wir gehen mal auf 4K. Wir wollen das anwenden. So.
in die Grafikeinstellungen. Ach ja, das ist tatsächlich das Problem. Ja, wir gucken uns das in niedrig mal an. Und so holen uns gleich noch mal das Overlay mit rein. Ja, und sehen. Klar haben wir hier spielbare FPS-Zahlen, aber die Texturen, ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Also, da gibt es andere Spiele, wo deutlich bessere Texturen mit deutlich weniger Videospeicher auskommen. Tja, das sieht schon sehr grauselig aus. In 4K sieht es tatsächlich schon besser aus wie in den anderen Auflösungen, aber das ist natürlich hier alles keine Option, ne? Ja, okay. Gucken wir mal, ob wir da ein bisschen dran, noch ein bisschen, ob wir das noch ein bisschen schöner kriegen. Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob man nicht einfach sagen könnte, man macht mal die Umgebung hoch und die Charaktere auf Mittel. So, jetzt sind wir immer noch in einem Bereich, wo man sagen kann, okay, wir sind noch an der Grenze der VRAM-Ausnutzung. Ich würde das mal versuchen, was wir da jetzt bekommen. Ja, naja. Naja. Nee, das ist nicht schön. Eieieiei, das sind. Da ruckelt und zuckelt er sich eins zurecht. Ja, ich meine, auf der einen Seite schön, dass wir die Einstellungen so weit runterbringen können, dass wir es hier tatsächlich auch in 4K einigermaßen darstellen können. Wobei die CPU-Last hier immer noch gigantisch ist und auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem es DLSS 3 gibt, den Frame Generation, seitdem ist es den Devs vollkommen egal. Hauptsache, die CPU ist richtig ausgelastet und wir brauchen Frame Generation. Aber wir gehen noch mal in die Optionen rein. Wir gucken mal, ob wir da vielleicht doch noch mal so ein bisschen was schicker machen können. Wir gehen noch mal auf niedrig und sagen dann, wir gehen mal auf mittlere Einstellungen bei Charaktere und Umgebung. Die lassen wir mal. Da gehen wir ein bisschen hoch. Da lassen wir mal alles aus. Ja. Ja, das tun wir mal mit rein. Ach, die Wolkenschatten brauchen wir nicht. So. Ja, das hatte ich gestern schon mal so mit 25% ausprobiert mit der 3060 Ti. Das war allerdings nicht so dolle. Die packen wir auch mal mit rein. Ja. Ja. So, okay. Probieren wir es aus. Okay. Ich bin jetzt etwas verwirrt, weil die Graffitis wesentlich besser zu erkennen sind, als ich mir das gedacht hätte.
Okay. Ja. Aber es ist schon korrekt. Und wir haben tatsächlich so einigermaßen spielbare Ergebnisse. Also, ja, wie wir sehen, ist zwar immer noch nicht schön, ja, aber tatsächlich so ist es schon. Ja. So ist es schon das Maximum, was wir machen können. Alles andere wird uns dann tatsächlich hier wieder in. Ja, wir sehen ja auch hier, das geht schon an der Grenze zu den 60 FPS, ne? Und man muss auch sagen, die Szene hier ist jetzt nicht die anstrengendste für die GPU. Da gibt es andere Szenen im Spiel, die sind anstrengender und da würden wir dann halt locker unter die 50 gehen. Das muss man auch immer noch so mit dazu sagen. Ja, okay, aber ich denke, damit haben wir die 3070 erstmal mit den 16 GB und dieser CPU abgehakt. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, schönen Dank fürs Zuschauen. Gerne dürft ihr ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, wenn ihr keinen Content verpassen wollt. Ja, und in dem Sinne würde ich dann jetzt erstmal mich verabschieden und sagen, ich bin raus. Ciao.